Joko und Klaas. Willkommen auf dem Gelände der ehemaligen Pro7-Außenstelle Potsdam. Wie ihr sehen könnt, ist der Glanz vergangener Tage leicht abgeblättert. Man munkelt, hier spuken immer noch die Geister der damaligen Sendermitarbeiter herum, die sich nach der großen Pro7-Millionärswahl im Gartenteich ertränkt haben. Dummerweise müsst ihr für eure Aufgabe in das Gebäude hinein. Dort befindet sich nämlich der Vorteil fürs Finale in Gestalt eines Würfels. Bisher ist es noch nie jemandem gelungen, diesen aus dem Gebäude herauszuholen. Für euer Vorhaben steht euch ein Überwachungsvan samt Equipment zur Verfügung. Das ist doch nicht euer Ernst. Dort erhaltet ihr weitere Instruktionen. Boah, Alter, hab ich keinen Bock auf die Scheiße, wenn ich das sehe, ne? Ich hasse alles, was mit Horror zu tun hat. Ich habe eine so blühende Fantasie, weil ich zu viele Filme gesehen habe. Also ich muss immer die Tür vom Schlafzimmer abschließen, in dem ich schlafe, weil ich Angst habe, dass irgendwas passiert. Und jetzt sehe ich diese ganzen Utensilien hier. Hier irgendwas zum Abhören, ja. What the fuck? Vor euch befinden sich Lagepläne, auf denen zwei rote Fähnchen eingezeichnet sind. An dieser Stelle des Gebäudes befinden sich Hinweise, die ihr zwingend benötigt, um das Versteck des Würfels zu finden. Benutzt dafür ausschließlich die Lichtquellen, die euch im Van oder auf eurer Reise begegnen. Gut, alles, was ich habe, sind Kerzen, Streichhölzer in verschiedenen Längen. Habt ihr jetzt hier noch Knicklichter? Leute, ich hasse euch und ich liebe euch, weil es ist genial. Wo ist Klaas? Drück mich. Lieber Joko, ich wäre sehr gern gekommen und ich habe auch wirklich alles versucht. Leider schaffe ich es aber aus verschiedensten Gründen nicht. Ich habe dir einen ganz besonderen Menschen, einen guten langjährigen Freund und Wegbegleiter als meinen bestmöglichen Ersatz besorgt. Du schaffst das. Ihr schafft das. Ciao. Das ist doch krass, oder? Da bin ich. Wer hätte das gedacht? Das ist schön hier. Wo sind wir eigentlich? Komm her, lass dich drücken, mein Alter. Erstmal, ah, wie lange haben wir dich gesehen? Gesundes neues Jahr. Oh, gesundes neues Jahr. Traurig, dass es so spät ist. 21 und 22 wünsche ich dir. Es ist voll schön, dass du da bist, aber es ist der beschissenste Tag. Warum? Ich zeig's dir. Okay. Was machen wir jetzt? Was haben wir vor? Also, wir müssen in die Bruchbude hinter uns rein, in dieses alte Haus. Mhm. Im Erdgeschoss, hier gehen wir rein, liegt da hinten in dem Raum der erste Hinweis. Den brauchen wir. Im ersten Obergeschoss ist das gleiche, genau da auch da hinten in der Ecke. Es ist irgendwo in diesem Haus und dafür brauchen wir die beiden Hinweise, einen Würfelversteck, den wir brauchen fürs Finale, um dann wiederum den Vorteil zu bekommen. Ich vermute jetzt schon, dass es da drin dunkel ist, weil wir haben Streichhölzer bekommen, damit wir was sehen. Oh, scheiße. Die Frage ist halt, ob wir die da mitnehmen. Den was? Nein. Ich weiß, dass wir das brauchen werden. Kannst du mich jetzt besser hören? Das ist wirklich krass. Ich höre deinen Puls. Das ist nicht mein Puls. Hör mal bitte, pass auf, man hört das. Pass auf, und? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Hä? Geh mal auch mal ein bisschen in die schattigen Bereiche. Das funktioniert ja wirklich. Ist ja mega. Das ist super. Wollen wir noch Knicklichter mitnehmen? Knicklichter sind super, ja. Ich hab welche für mich. Komm, ey, ich meine, und wie in jedem guten Film, brennen zum Glück nur drei Kerzen auf dem Teil. Wollen wir loslegen? Wir fangen an. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and I'm just one. Matthias. Ich bin vor dem Haus und würde jetzt gleich reingehen. Wo bist du? Ich bin auch fast vor dem Haus und würde auch gleich reingehen. Wo bist du nochmal? Ich stehe vor dem weißen Van an der offenen Tür.
Copy. Warte, ich muss noch mal deine Temperatur messen. Ach, wie du auch hin jetzt. 26,8. Perfekt. Los geht's, komm jetzt, lass uns anfangen. Ready? Nee. Los geht's. Gut, halt auf mit Gags. Okay. Boah, Alter, das ist düster. Okay, wow, Alter, ich hasse es jetzt schon. Es ist maximal scheiße. Weißt du, und vor allem jedes Mal, wenn wir sowas machen, warum sagt man dann einfach, ich bin dabei? Ey, Alter, nur alleine, dass er diese Puppen sitzt, das macht mich fertig. Überleg mal, wenn die jetzt so winken würde, das wäre doch Wahnsinn, ne? Hör auf. Okay, also Matthias, ich möchte dich nur seelisch darauf vorbereiten, es wird nicht so sein, dass jetzt da hinten... Was machst du? Ich wusste, wo müssen wir jetzt lang? Da hast du dir das gemerkt? Ich möchte nur einmal, ja, da hinten hin. Ich möchte dir nur einmal sagen, es wird nicht damit getan sein, dass wir jetzt einfach dahin gehen und es passiert nichts. Ich kenne die. Okay, warte, genau. Was hast du? Nicht erschrecken. Ich bin wirklich erschrocken. Was soll das? Entschuldigung. Oh, ich hasse es. Oh, oh. Boah, ey, habt ihr sie noch alle? Oh Gott, ich habe wirklich schlimm eiskalt gerückt. Aber Alter, ich hasse es. Warum machen wir das? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ey. Okay, komm, ich geh vor, warte. Hey, wo ist die Person hin? Hör auf. War das hier vorne? Oh, Alter. Was denn? Ich hab hinten lauter Dog. Das da drin. Oh mein Gott. Okay, warte, ich geh ganz schnell vorbei. 1, 2, 3 und. Oh Gott! Oh, ist das widerlich. Wir müssen da links rein und das ist das. Ach, come on, ey. Wir müssen wo rein? Da rein? Warum hat sich gerade dieser Stuhl bewegt? Hör auf! Hau ab! Ich schlag dich durch. Da ist wer? Da ist keiner. Wir brauchen deine Scheißkamera. Guck mal, bitte, komm her. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier rein. Guck dir das genau an. Ich glaube, da sieht es danach aus, dass wir da rein müssen. Warte mal ganz kurz. Warum benutzt du mal die nicht? Guck mal. Ich soll die da reinschmeißen. Klasse. Na, jetzt sehen wir was auf jeden Fall. Alter, okay. Das ist creepy. Guck mal bitte nach unten. Guck mal. Alter! Hör auf mit der Scheiße! Es ist... Oh, fuck! Oh. Was ist das bitte? Das ist creepy. Okay. Warum macht das jemand? Ihr seid krank. Ganz kurz. Was? Ah, guck mal! Da ist es! Hier sind zwei Sachen, guck mal. Eins. Taschenlampe? Oh. Die nicht geht? Doch. Die nur ein ganz leichtes Licht hat. Was ist das? Ich mach dir Licht. Ja. Ja, okay. Pass auf. Im Dunkeln liegt der... Ah, scheiße. Okay, gut. Wir brauchen die andere Seite. Grauer Hauch, die Kraft einer Wand von... Nicht, dass ihr dort, wo das Dunn... Kein Sonnentreppe völlig es könnte. Okay, also ich vermute, dass wenn wir jetzt nach oben gehen, dass da der zweite Teil davon ist. Aber wir müssen erst nach oben gehen. Okay, komm, los geht's. Oh Gott, Leute, ey. Wir müssen hoch. Oh Gott, ist das gruselig. Oh, hier geht die gleiche Scheiße von vorne los. Die Frage ist... Oh, das ist nicht gut. Hier ist es richtig dunkel diesmal. Oh Gott, fuck.
so ein bisschen nach hinten durch, ja? Ja, ja, gleiche Stelle. In den gleichen Raum. Dings. Sehr gut. Jetzt wäre es krass, wenn die Batterien ausgefallen wären. Ne? Ja. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott, ist das beschissen. Wieder runter. Hör auf! Ich geb dir 10 Euro, wenn du aufhörst. Wo ist der? Ist der hinter der Tür oder ist er da links? Da ist niemand. Nein, ich will nicht laufen, das ist eine Falle. 100% ist eine Falle. Wo müssen wir hin? Guck mal hier, hier ist das Blut auf dem Boden. Ja? Und das führt uns zu dieser Box. Ah, das ist die Box! Ja! Ich ziehe jetzt hier an der Schleife. Zack. Da muss ja der zweite Teil des Berichts drin sein. Da ist es. Okay, pass auf. Im Dunkeln liegt der Schluss der Reise. Eine 7 schreit ganz leise, hier ist das, wonach ihr sucht. Grauer Hauch und kalter Stahl, die Kraft, die Spannung, Blitz und Qual. Spannung und Blitz. Spannung und Blitz, Strom. Eine Wand von Schrank bedrängt, nicht, dass ihr dort bald selber hängt. Dort, wo das Dunkel dunkler wird. Treppe fällt in Erd hinein. Ich hab ja gesagt, es ist im Keller. 100%. Es ist im Keller. Wir müssen in den fucking Keller, Alter. Weißt du was? Freundschaft hin oder her, ich geh. In den Keller. Ich renn jetzt hier raus. Du machst das alleine. Oh, fuck, Alter. Wo ist eigentlich die Kellertreppe? Die Kellertreppe ist wo? Die ist unten, na klar, natürlich. Wo ist unten im Keller? Nee, Fehlalarm. Ich denke, es sieht hier danach aus, dass es hier runtergehen könnte. Ah, guck mal da. Das ist dunkel wie ein Katzenarsch, Alter. Wir müssen runter. Ah, oh, diese Geräusche. Warum? Fuck, Alter, ist das dunkel. Das ist wirklich sehr, sehr dunkel. Wir müssen in der Logik, da muss rechts, rechts den Gang runtergehen, ja. Alright. Oh Gott, ist das scheiße, Alter. Alles, was man jemals in Filmen gesehen hat, wird hier getriggert. Matthias! Sorry. Das ist nicht dein fucking Ernst. Fuck, tut mir leid. Ich hab die Treppe nicht gesehen. Fuck. Das ist nicht dein Scheiß. Scheiße jetzt. Das glaube ich nicht. Ey, mach mal ganz kurz zu. Wir reißen uns jetzt mal hier am Riemen und ziehen die ganze Nummer einfach durch. Du gehst vor. Dass hier nichts passiert, macht mich rasend. Halli, halli. Oh, tack. Ich bin mit meinem Kopf in der Spülmaschine. Ja, halt. Wo müssen wir hin? Elektrisch, da. Okay. Schrank. Also, aber es ist jemand im Schrank, schwöre ich dir.
pass auf, also ganz kurz. Die Kraft, Spannung, Blitz und Qual, eine Wand von Schrank bedrängt. Im Dunkeln liegt der Schluss der Reise. Eine 7 schreit. Ah, eine 7. Mein Lieber. Hier, da. Bitte, du darfst den Spaß öffnen. Das ist der Cube, von dem alle reden. Das ist der Cube, von dem alle reden. Da ist niemand das scheiß Ding mit. Geil. Das ist meiner. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Matthias. Ey, ey, ey. Fuck. Weißt du, was uns vorhin gesagt wurde? Außerhalb, nicht innerhalb. Das heißt, wir müssen das Ding noch raustransportieren. Okay. Leck mich in dir aus! Pack mal auf! Vielen Dank, dass ich das mit dir machen darf. Wow, zwei furchtlose Typen in einer verlegenen Umgebung. Sehr, sehr gut. Dankeschön. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Matthias Schweighöfer. Grüße nach Los Angeles. Sag mal ganz kurz, das war schon hart, oder? Es ist so, man muss ja sich jetzt nichts vormachen, man weiß ja, dass das da präpariert ist. Und ich glaube, das, was einen so hart stresst, ist, dass man weiß, hinter jeder Ecke wird man lauert potenziell erschrocken. So. Und das hat mich fertig gemacht, dafür ist mein zartes Gemüt nicht gemacht. Ist das etwas, was du... Ich glaube, er wusste es, deswegen ist er nicht gekommen. Also, nee, ich hatte schon bessere Gründe, aber ich wäre gekommen, aber das ist schon etwas, da habe ich zu viel Fantasie für, da kann ich auch nicht gut. Also da oben da rumlaufen, okay. Aber im Keller. Wir haben sowas auch schon mal gemacht in irgendeiner von unseren Sendungen. Und da sind ja bis heute 2, 3 ungeklärte Dinge noch. Und das macht mich bis heute ein bisschen verrückt. Klar, das kann ich verstehen. Knutscht und wir wissen beide nichts mehr davon. Nein, das, auch das wäre, sagen wir mal, ein erklärbarer Horror, ja. Aber dieses Rätsel habt ihr ja gelöst. Joko, sehr gut mit Matthias. This is my friend.